denn ich weiß, mich hält deine starke Hand. Schenkst Geborgenheit, meine Seele ist stille in dir. Meine Seele ist stille in dir. Du allein bist der Gott, der gerne hilft. Wer da bittet, der empfängt aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Meine Seele ist stille in dir. Meine Ich weiß, du führst sicher an das Ziel, an das Ziel. Du kennst meinen nächsten Schritt und du weißt um die Gefahr der Nacht. Meine Seele ist still. Ich weiß, du bist da und richtest auf, wie der Regen dürres Land neu belebt und zum Erblühen bringt. Meine Seele ist stille. Herzlich willkommen heute Abend zur Andacht hier in Mittersill. Schön auch, dass Sie zu diesem ungewohnten Termin mit dabei sind. In dieser halben Stunde können wir zu einer Gemeinschaft werden, indem wir uns auf das Risiko Gott einlassen. Gott ruft uns Menschen in seine Gemeinschaft. Alle hier in Mittersill, wo wir heute mit der gesamtösterreichischen Pfarrer- und Pfarrerinnen-Tagung begonnen haben und wo immer Sie sind, gerade jetzt vor Ihren Computern. Lasst uns als Christen und Christinnen in dieser Welt Gottes Ruf in alle Welt hinaustragen, damit er alle erreicht. Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Gebete für diese und die kommende Andacht uns zu schicken. Entweder Sie schreiben ins Online-Gebetbuch auf unserer Homepage oder Sie senden für heute Abend via Twitter während der Musik nach der Predigt Ihr Gebet. Ihre Gebete werden wir in die Andachten aufnehmen und Sie finden auch im Gebetbuch bei uns in der Markuskirche Ihren Ort. Lasst uns diese Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute feiern wir an einem ungewöhnlichen Ort, zu einer ungewohnten Zeit Online-Andacht. Dazu kam es, weil das Thema der heurigen gesamtösterreichischen Pfarrertagung riskante Liturgien heißt. So wurde meine Frau und Kollegin gebeten, heute Abend diese erste Andacht zu gestalten. Nur was bedeutet riskant, wenn es um die Verkündigung der Liebe und der Gemeinschaft Gottes geht? Dem wollen wir uns nähern.
Ist Gott selbst heute Risiko geworden? Wo haben wir noch Platz für einen Gott, der vom großen Teil der Menschheit nur belächelt wird? Gehen wir Christinnen und Christen das Risiko ein, Gemeinschaft mit Gott und seiner Gemeinde zu suchen? Gott will uns, so denke ich, zusammenrufen aus der Einsamkeit, aus der Bedrängnis, aus dem Überfluss. Mich und dich rufen an seine Seite, um neue Wege zu gehen. Daher lobe ich meinen Gott. Am besten, denke ich, tun wir das gemeinsam. Klicken Sie doch das Lied an und ihr nehmt das Liedblatt zur Hand. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Allmächtiger Gott, du rufst uns in deine Gemeinschaft. Dir folgen, dein Wort weitersagen ist uns allen aufgetragen, ob als Gemeindeglied oder als Pfarrerin oder Pfarrer. Steh uns bei, damit wir nicht vergessen, dass du unser Gott bist. Leibhaftig und gegenwärtig. Wie leicht ist es, sich in der Welt einen bequemen Platz zu suchen, keine riskanten Äußerungen zu machen und sicher durchs Leben zu gehen. Mach uns Mut, wenn wir von dir reden, wenn wir als Christinnen und Christen leben. Du hast für uns das Risiko, Mensch zu werden, auf dich genommen. Lass uns auch Menschen sein, so wie du es dir von uns erhoffst. Denn du begleitest unser Leben.
schenkst Friede und Gnade jedem, der nach dir sucht und nach dir fragt. Amen. Als Bibeltext haben wir für heute Abend den Christushymnus ausgesucht. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass ihm dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste der Tagung, liebe Gemeinde, darf ich mich vorstellen, Daniela Schwimberski, seit 3 Jahren Pfarrerin in Wien-Otterkring, die von den eigentlich recht Armen in Gürtelnähe bis zu den Hübschreichen am Wilhelminenberg viel zu bieten hat. Das gebe ich schon zu. Ich feiere regelmäßig Sonntagsgottesdienste, manchmal auch einen Kindergottesdienst. Ich mache Samstagabend Andachten. Ich gestalte Sonntagnachmittag Gottesdienste für die Allerkleinsten in meiner Gemeinde. Ich bete bei Hausbesuchen, ich segne Kranke. Ich bin eine ganz normale Pfarrerin halt. Und dann werde ich Anfang Juli gefragt, ob ich diese erste Eröffnungsandacht auf der gesamtösterreichischen Tagung für Pfarrer und Pfarrerinnen halten möchte. Naja, habe ich mir gedacht und habe mir das Thema nochmal angeschaut. Und da stand der Entschluss dann schnell fest. Riskante Liturgien? Nein, kenne ich nicht, kann ich nicht. Habe ich zu wenig Erfahrung, bin noch zu kurz mit dabei. Riskante Liturgien gehören nicht zu meinem Bereich, entsprechen nicht meiner Praxis. Meine Liturgien, die ich in Otterkring feiere, sind in aller Freiheit gebunden an das evangelische Gottesdienstbuch und an die liturgischen Traditionen unserer lutherischen Kirche. Aber irgendwie hat es mich dann doch nicht losgelassen, über nämlich meine eigene liturgische Praxis nachzudenken. Und es ist ja eine spannende Kombination, riskante Liturgien, die 2 Worte ja enthält, Risiko und Liturgie. Auf der einen Seite das Risiko, das ja in unserer Gesellschaft überhaupt nicht positiv besetzt ist. Das heißt, ich habe irgendwas ja nicht in der Hand, ich kann es nicht beeinflussen. Auf ein Risiko muss ich mich einlassen oder lieber doch nicht. Risiko kann man aber natürlich versichern. Und riskante Wertpapiere, die bringen nur ganz wenigen Leuten was. Auf der anderen Seite dann die Liturgie. Ganz grundsätzlich ja die religiösen Ordnungen von Zeremonien und Riten im christlichen und jüdischen Kontext. Gebildet in jahrhundertealten Traditionen und Entwicklungsprozessen. Und ich habe mich schon gefragt, was unser Bischof sich wohl dabei gedacht hat, wenn er diese 2 Worte zusammenstellt und hofft, dass dabei irgendetwas Produktives rauskommt. Es ist mir durchaus bewusst, dass es Pfarrer und Pfarrerinnen gibt, die riskante Liturgien feiern, die in Situationen Liturgien feiern, die auf keinem sicheren Boden stehen, und ich freue mich auf Vorträge und auf Diskussionen. Aber was geht mich das an? Das ist nicht meine Praxis. Das ist auch nicht die Praxis meiner Gemeinde. Oder ist das Thema die Aufforderung der Kirchenleitung an uns Pfarrer und Pfarrerinnen der Evangelischen Kirche AAB, die Gottesdienste ab sofort ganz anders zu feiern? Endlich mal was zu riskieren, Hals über Kopf in liturgische Abenteuer, wurscht, was passiert. Ohne Abwägen, ohne Nachdenken, einfach rein.
Das wäre riskant. Irgendwie kriege ich dieses Wort Risiko aus liturgischer Sicht schwer zu fassen für meine Praxis. An welchen Punkten ist unsere Liturgie denn riskant? Oder ist es eine traditionelle Liturgie in riskanten Situationen? Dass wir Pfarrer und Pfarrerinnen genug Risiko für unsere Gemeinden sind, das kann ich unterschreiben. Zum Studieren schicken Sie uns auf die Uni. Dort lernen wir Homiletik, Hermeneutik, Griechisch, Hebräisch, Latein, Geschichte Israels und über die Kirchenväter und sonst noch ganz viel tolle Dinge. Wenn wir dann in die Gemeinden kommen, dann organisieren wir Flohmärkte, planen Umbauten, erstellen Verträge, betreuen Mitarbeiter, gestalten Schaukästen und reparieren den Geschirrspüler. Und wenn ich denke, ich jetzt in die Runde frage, dann könnte ich mir den Rest der Predigt sparen. Wir könnten diese Liste wahrscheinlich endlos fortsetzen mit hochqualifizierten Arbeiten, die wir alle miteinander nämlich nicht gelernt haben. Solche Dienstnehmer sind ein Risiko. Wenn die Pfarrer und Pfarrerinnen dann einmal tun, was sie eigentlich gelernt haben, nämlich Gottesdienst feiern, dann muss die Gemeinde froh sein, wenn wir genug Zeit uns nehmen, um uns ordentlich vorzubereiten. Riskieren wir einmal einen Blick auf unseren Chef. Nein, nicht auf den Bischof, nicht auf Michael Bünker, auf Jesus Christus. Was hat der gelernt? Zimmermann, so vermuten wir das. Was hat der gemacht? Gepredigt, geheilt, er ist gewandert, er hat gefeiert, er hat Wunder gewirkt. Wenig hören wir im Evangelium vom Stallbau und vom Arbeiten an Dachstühlen. Naja, habe ich mir dann gedacht, es ist eh super, sind wir eh auf der sicheren Seite, in einer guten Nachfolge unseres Herrn. Trotzdem denke ich mir, das, was er getan hat und nicht gelernt hat, hat er irgendwie besser getan, als wir das tun. Zumindest sind die Menschen zu ihm gekommen, was mir in meiner Kirche manchmal echt gewaltig abgeht. Er hat Dinge anders gemacht, als wir sie tun. Wir verkünden das Wort Gottes anders als der Sohn, der die Worte von seinem Vater ausrichtet. Und das ist natürlich auch der entscheidende Unterschied, das ist ganz klar, zwischen uns und unserem Herrn und Meister, Jesus Christus, Gottes Sohn. Und doch, denke ich, tut es uns allen gut, zu fragen, ob wir uns doch nicht noch ein Stück annähern könnten an das, wie Jesus Christus es getan hat oder vielleicht oder vermutlich getan hätte in unserer Situation. Er hat sich dorthin gesetzt, wo die Menschen waren. Er ging in ihre Häuser, er erzählte, er predigte, er stand Rede und Antwort auf die Fragen, die die Menschen bewegten. Er kam nicht gut vorbereitet. Er ließ geschehen, was geschehen soll. Und was geschehen soll, ist keine Inszenierung des Evangeliums eines Liturgen, der sich vorher alles haarklein durchdacht hat. Das, was geschehen soll, geschieht zwischen Gott und dem Menschen. Das soll jetzt aber keine Entschuldigung sein, dass wir die Gottesdienste ab sofort eh nicht mehr vorbereiten brauchen. Und es befreit uns nicht von der Notwendigkeit, die Liturgie vorher gut zu durchdenken, mit eigenen Gedanken zu füllen und die Predigt zumindest stichwortartig aufzuschreiben. Dies alles, denke ich, ist notwendiger denn je. Aber es ist nicht das Entscheidende in unseren Gottesdiensten. Es ist nicht das Wichtigste, was in unseren Liturgien geschehen soll. Gott begegnet dem Menschen direkt und persönlich. Der Mensch begegnet Gott und vielleicht erhascht er einen Blick auf den Allmächtigen. Ohne Vermittler, ohne an eine Form gebunden zu sein und meistens auch ohne Vorwarnung. Und das ist riskant. Denn wenn Gott und Mensch sich begegnen, dann tut sich was, dann kommt irgendetwas in Bewegung. Etwas, das wir als Liturgen und Liturginnen dann auch nicht mehr im Griff haben. Und auch die Richtung manchmal einfach auch nicht mehr bestimmen können. Wenn unsere Gemeindeglieder
Gott begegnen, dann hält Gott sich vielleicht nicht an die jeweiligen Vorstellungen von einer perfekten Gemeinde. Dann kann es sein, dass einer oder dass eine Gemeinde ganz ungewohnte Wege geht. Riskante Liturgien. Das Risiko, das dürfen wir nicht mehr als Bedrohung sehen, vor der ich mich schützen muss, sondern das Risiko als eine Chance erkennen, dass in unseren Gottesdiensten Dinge geschehen können und dürfen, mit denen wir vielleicht niemals gerechnet hätten. Dann darf eigentlich keine unserer Liturgien nicht riskant sein. Ich wünsche unseren Gemeindegliedern gut vorbereitete Pfarrer und Pfarrerinnen voller Gedanken zum Nachdenken und immer mit der Bereitschaft zum Diskutieren. Ich wünsche uns Pfarrern und Pfarrerinnen, dass unsere Liturgie nicht die Gottesbegegnung verstellt und wir bereit sind, etwas zu riskieren, Liturgien zu feiern, bei denen nicht alles in unserer Hand liegt, damit die Begegnung zwischen Gott und Mensch möglich wird. Ich wünsche allen Menschen innerhalb und außerhalb unserer Kirchengrenzen Gott im Leben, Bewegung im Erstarken, Himmel auf Erden. Amen. Betet mit uns. Guter Gott, in einer Zeit, in der Glauben kein Risiko für Leib und Seele ist, sondern höchstens von manchen mitleidig belächelt wird, schenke uns Freude und Kraft, dein Wort zu leben und als deine Zeugen in der Welt sichtbar zu sein. Lieber Gott, bitte stärke alle Kranken. Allmächtiger Gott, wir bitten dich um Glaube, Hoffnung und Liebe für deine Welt. Stärke die Verzagten
und gib den Mutigen deinen Sanftmut und deine Weisheit, damit deine Gemeinschaft wachsen und blühen kann. Herr, sende den Menschen, die dein Wort verkündigen, deinen Heiligen Geist. Gott, ein schöner Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Kinder beginnen in den nächsten Tagen wieder mit der Schule. Vieles wird neu beginnen. Vieles wird sich wieder in den gewohnten Bahnen bewegen. Wir bitten dich für Bekanntes und Neues. Lege deinen Segen auf die kommende Zeit. Guter Gott, bitte gib allen Schülern und Schülerinnen, Lehrern und Lehrerinnen und Eltern Kraft für das kommende Schuljahr. Vater, es hat auch in diesem Sommer wieder Menschen gegeben, die von einem schweren Schicksalsschlag getroffen wurden. Obwohl die Sonne draußen wunderbar schien und warm war, ist in ihren Herzen nur Dunkelheit. Wir bitten dich für diese Brüder und Schwestern. Schenke ihnen das Licht der Hoffnung und Menschen, die sie stützen. Guter Gott, sei mit allen, die dein Wort verkündigen, damit durch ihren Dienst die Botschaft deiner Liebe viele Menschen begeistert. Wir bitten dich, Gott, für alle, die krank sind, für alle, die einsam sind, für die Alten und die Jungen. Schenke Linderung und Gemeinschaft. Dir, Gott, war der Mensch so wertvoll, dass du deinen eigenen Sohn für unser Heil gesendet hast. Sende auch uns, deine Kirche und alle, die in ihr arbeiten, leben und die Gemeinschaft der Suchenden und Glaubenden wertschätzen. Sende uns alle und gib uns das nötige Rüstzeug. Lege deinen Segen auf deine Kirche, hier und an allen Orten. So lasst uns gemeinsam so beten, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo Menschen sich vergessen, Sie finden den Text und die Noten auf der Homepage. Thank you.
Segen unseres Gottes bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich möchte mich heute bedanken beim Technikteam. In Otterkring haben wir 6 Menschen, die diese Online-Andacht technisch betreuen. 2 sind extra den Weg aus Wien heute früh hierher gekommen. Das ist Bernd Kratzer und Gerhard Egger. Herzlichen Dank. Und verstärkt heute durch Martin Siegrist. Danke, dass ihr das gemacht habt. Ich darf einladen, auch wieder zur kommenden Andacht. Sie wird wieder, wie gewohnt, am ersten Samstag im Monat gefeiert, also schon am kommenden Samstag um 19 Uhr. Superintendent Hans-Jörg Klein und ich werden diese Andacht gestalten. Dazu herzliche Einladung. Auf Wiedersehen.